Vielen Dank, Dankeschön. Hallo, herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Heute ist der 2. Juni 2022. Wir haben es genau 9:30, 21.27 Uhr, um es auf den Punkt genau zu sagen. Wie immer, nicht wie immer, seit den letzten 2-3 Tagen machen wir es so, starten wir etwas früher, heute wieder eine halbe Stunde früher. Warum? Veränderung mit dem Thema. Genau darum geht es heute. Veränderung, Veränderung, Veränderung. Nicht nur eine Veränderung in den Anfangs-, in den Startzeit, auch eine Veränderung in der Mannschaft. Ich hatte heute wieder privat sehr viel Zeit heute Morgen, hab mir viele Gedanken gemacht, hab auch ein bisschen Zeit reingesteckt, sowohl an der Konsole, aber auch am Handy, denn da gibt's so eine tolle, App und da kann man auch hier Zugriff, hat man Zugriff auf seine Mannschaft. Hab mich da so ein bisschen erkundigt, hab mir Gedanken gemacht, was machst du? Habe ein neues Team erstellt und diese Mannschaft, die noch nicht fertig ist, die müssen wir heute fertigstellen, Packs ziehen, SBCs machen und so weiter. Das ist eine große, große Aufgabe, die ich heute habe. Ist aber nicht schlimm. Das Team wird heute verändert und zwar in ein unheimlich gutes Team. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Offensiv, defensiv, alles dabei. Alle Positionen für mich persönlich top besetzt. Ich freue mich drauf, diese Mannschaft gleich einmal kurz zeigen zu können, worauf ich mich mehr freue, diese Mannschaft dann auch spielen zu können. Bevor wir uns um das große Thema Fußball kümmern, virtuellen Fußball, gucke ich natürlich drauf. Was haben wir heute so für Informationen? Kurz vorweg kann ich sagen, gestern 1.6. ab gestern kamen diese ganzen Veränderungen, die ganzen Zuschüsse, die der Bund uns Bürgern gegeben hat. Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, EEG-Umlage und so weiter und so fort. Ne? Heute fahre ich an meiner Tankstelle wieder vorbei, wo ich regelmäßig tanke. Gestern habe ich erzählt, ey, gestern Morgen günstig, 1,80. Heute fahre ich vorbei. Was steht da? Oh, da stand gar nichts mehr. Das Ding war aus. Diese Anzeige, das Preisschild sozusagen, diese Tankreklame war aus. Die haben keinen Sprit mehr gehabt. Das war alles weg. Das war's. Haben wohl ein paar Leute zu viel für 1,80 getankt. Also die ersten Tankstellen gehen dann somit schon leer aus und können keine weiteren Moneten mehr machen. Aber das zeigt zum Beispiel auch, was mir jetzt so im Nachhinein aufgefallen ist. Pass mal auf. Es wurde gesagt in den Medien von Experten, es gibt ja zu jedem Bereich Experten. Hier ein Experte, da ein Experte. Überall Experten, ne? Nur schlaue Menschen auf der Welt, die zu allem eine Meinung haben. Experten haben gesagt, oh, das kann ein paar Tage dauern. 1.6. ist eigentlich der Tag. Dann wird das so langsam sich einschleichen und so langsam die Preise fallen. Ich fahre gestern Morgen, 6 Stunden nachdem der Tankrabatt sozusagen ab 0 Uhr, 6 Stunden nachdem das Ding gilt, waren die ersten Tankstellen schon runtergegangen um 30 Cent circa. Und da habe ich mir so gedacht, wie kann das eigentlich sein? Der Tankrabatt gilt jetzt seit knappen 6-7 Stunden. Was haben die denn? Warte mal, die haben das ja zu einem gewissen Preis auch eingekauft. So, und von den Experten war die Meinung, es dauert etwas, weil sie haben es ja zu einem teuren Preis eingekauft, also verkauft man es auch erstmal noch zu einem teuren Preis. Ist ja logisch, ne? Du kaufst ja nicht, sagen wir mal, einen Liter für 2 Euro ein und verkaufst ihn für 1,80. Ne? Ist ja hergeschenkt, machst du ja bei jedem 20 Cent Minus. Quatsch, macht man ja nicht. Aber jetzt haben die den Preis in der Nacht schon gesenkt, das heißt, sie haben das ja definitiv günstiger eingekauft, für welchen Preis auch immer, und haben das dann auch direkt umgesetzt. Das heißt, war das restliche sonst irgendwie für die eigene Tasche? Ist das so gewesen? Ei, das Kartellamt schaut da definitiv nochmal genauer hin, aber ich glaube nicht, dass das Kartellamt bei allen 50.000 Tankstellen, die es in Deutschland gibt, bei jeder einzelnen hinterfragen kann und schauen kann, geht hier alles mit rechten Dingen zu? Ist das noch ein fairer Preis? Was macht ihr da? Ich glaube es nicht. Aber gut. Bitte ein bisschen in Auge behalten. Es gibt ja auch für alles in Deutschland Gesetze. Es gibt ja überall einen beaufsichtigenden Rat oder Vorsitzenden oder was weiß ich nicht alles. Bitte diese Funktion noch ausführen, dass die Preise eventuell dann auch mal so gleich bleiben und die Bürger entlasten. Finde ich toll. Dankeschön. So, nächste Information. Rätsel um den Schlechter. Dvornikov, Putins Kriegsherr, seit 2 Wochen verschwunden. Okay, was auch immer mit dem passiert ist, interessiert mich nicht. Hauptsache, er ist schon mal weg von der Bildfläche. Besser wäre es noch, besser wäre es noch, wenn das Ganze, was er angezettelt hat, auch weg von der Fläche wäre. Nämlich
diesen Krieg zu unterbinden. So, was ist das hier? Dortmund krallt sich den nächsten Bayern-Mitarbeiter. Und jetzt ist hier
Ja, Cabello und so weiter. Also jeden Tag gibt es einen neuen Ohrwurm. Das ist aber auch was Feines. So haben wir jeden Tag ein Lied, was wir abspielen können. Jetzt habe ich erstmal Sets zu öffnen, SBCs zu machen und eine Weekly-Qualifikation abzuschließen. Ui, das ist aber eine Menge. Das ist aber eine Menge Holz. Und das ist die Mannschaft, die in die Weekend League reingehen soll. Genau das ist die Mannschaft. Kurze Erklärung dazu. Oder muss man da überhaupt irgendwas zu sagen? Tolle Mannschaft. Donnarumma im Tor. Die Team of the Year Variante. Rechts Kyle Walker. Ruben Dias. Marquinhos Team of the Year. Roberto Carlos. Benzema im Sturm mit Cristiano Ronaldo, Player of the Month. Ihr habt da schon mal angefangen, was zu basteln. Und das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir sind fast fertig. Das müssen wir auch heute noch beenden. Alles gut. Philipp Lahm. Gareth Bale. Im Mittelfeld Leon Goretzka mit Joshua Kimmich. Kurz zur Erklärung. Marquinhos, Ruben Dias und Kyle Walker sollen die Innenverteidigung besetzen. Die drei Innenverteidiger sollen das werden. Rechter Außenverteidiger soll Philipp Lahm sein. Die beiden ZMs, Goretzka und Kimmich, die gleichen sich aus meinem Empfinden einfach nicht nur in echt unheimlich gut aus, sondern auch in diesem Spiel. Ich habe die bereits so schon gespielt im Mittelfeld. Einer groß, körperlich stark. Einer mit einem Top-Pass-Spiel. Also toll, 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 toll. Plus das alte Real Madrid-Dreieck. Bale, Benzema, Cristiano. Und die werden verkauft. Ganz reichen wird es, glaube ich, nicht für den Walker. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen niedriger ansetzen bei Kyle Walker. Da müssen wir, glaube ich, erstmal eine Schublade weiter unten angreifen. Ist aber auch nicht schlimm. Alles gut. Das kriegen wir alles geregelt. Alles gut. So, man sieht es hier. Ich habe schon echt extrem aufgeräumt. Ich habe schon extrem aufgeräumt. So, ich habe viele Sets. Ich habe meine Rewards noch gar nicht abgeholt. Plus, ich habe noch ein 25x82 Plus Set, weil ich damit dann später noch die SBC von CR7 fertigstellen will. Eieiei, wir öffnen mal Nummer 1 hier. Tolle Set. Gut, Konrad Leimer ist übrigens auch im Gespräch beim FC Bayern München. Oh, die können wir alle verkaufen, das ist auch schön. Das müssen wir auch, glaube ich, direkt tun hier, weil wir brauchen Münzen, ganz dringend. Ja, eine Stunde, wir lassen die alle mal auslaufen. Eine Stunde, weil das so ist. Wir brauchen, wie gesagt, Münzen. Wir brauchen ganz viele Münzen. Eieieiei. Okay, das sind alles, glaube ich, Tradable-Sets, die von der CR7 SBC sind. Auch da kann natürlich ein bisschen was geldtechnisch noch rumkommen, ne? Tradable, untradable meine ich natürlich. Nächster 75-Plus-Spieler. Abwatschen noch immer weiter. Crime. Das öffnen wir dann lieber morgen, oder? Zwei seltene EFIGS. Ah ne, League O ist auch dabei. Ja, können wir es doch jetzt öffnen. Ich habe League O nicht gesehen. Oh, Tots, was ist denn jetzt los? Frankreich! Oh, ja, ja, ja. Aus dem 75-Plus-Spieler-Set. Hilfe. Aber ist gut. Können wir alles wieder verwerten. Toll, 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 toll.
Oh, Lafont wäre natürlich da wär nochmal eine Schippe drauf gewesen. Aber ich beschwere mich überhaupt nicht, weil das ein geschenkter Spieler ist. Der ist sowas von geschenkt. Lemar. Feuermelder piept. Noch ein Tots, was ist denn hier los heute? Wieder Frankreich. ZM, Guendouzi. Was ist denn hier los? Ist der tradable vielleicht sogar, Guendouzi? Ich glaube ja. Es kostet mehr. 100.000 Münzen, nehmen wir alles mit. Guendouzi. Eieieiei, das sieht mir aber gar nicht mal so schlecht aus, was wir hier heute machen. Boah. Alter. Ey. Das sind die CR7-Packs. Einfach so einen Guendouzi. Na, das freut mich aber. Nu! Moin Nu! Heieieiei! Hat einen Brocken! 82 und 83 plus. Bisschen Knete brauchen wir noch. Kroatien, zentrales Mittelfeld, Chelsea FC, Kovacic. Jetzt ist die Frage, soll ich die... Ich glaube, die nehmen wir mal so mit. Den brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt, weil der schwierig anzubauen ist. Aber die anderen, glaube ich, nehmen wir mal mit, weil ich die wahrscheinlich einbauen kann, gut, vielleicht noch, ne, in das ein oder andere Team, in die eine oder andere Mannschaft. Guendouzi, den muss ich jetzt gleich verkaufen, weil, ja, macht keinen Sinn. Ich brauche den nicht. Brauchen die Münzen. Ich muss bestimmt nochmal den einen oder anderen Spieler dazu kaufen. Drei SBCs muss ich noch abschließen. Ist aber nicht mehr, aber die High-Rated SBCs habe ich schon, von daher ist alles gut. Halleluja, Torsong. Den Ball war mal. Kreis bleibt gleich. Das musst du verstehen, sonst findest du die Bullets von der Tech 9. Hinter einer Brust. Ich panier dich und mach anschließend aus dir ein Puto-Schnitzel. Putenschnitzel. Und bevor du ein Wort zu den Bullen sagst, schneid ich dir die Zunge ab und mach dich mundtot, du Wichser. Es ging nicht darum, den Jungs haben, geh zu kommen. Der nächste City-Spieler, Fernandinho. Gut. Ist so ein bisschen mau. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist jetzt so ein bisschen mau, würde ich einfach mal sagen. Masraoui, warum hat er eigentlich noch keine Bayern-Karte? Der wurde doch schon, vorgestellt? Er hat auf jeden Fall bis 26 unterschrieben, das weiß ich. Gangmember. Du musst es noch nicht schuften, man sieht es deinen Händen an. Entschieden uns für den Weg, wir können doch nicht wenden, man. Ändern ab. Für kein Money. Süß wie sie mir jetzt alle schreiben, funny. 1000 Feature-Anfragen, Ani, Bruder, lass mal. Die können alle gleich auslaufen. Das ist natürlich immer so eine dreckige Arbeit, diese ganzen Jungs hier anzubieten. Aber die meisten gehen weg. Auch wenn es nur für 500 ist. Das sind jedes Mal 200 Münzen plus pro Spieler. Im Gegensatz zum Abstoßpreis. So, das war's mit den Sets. Ich würde erstmal meine Division Rivals Rewards abholen. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was. Und zwar die Untradable. Genau die sind's. Das ist Quatsch. Genauso wie das hier eigentlich auch Quatsch ist. Zumindest haben wir ja durch Guendouzi eigentlich ein paar. Wir nehmen das hier. Kann nochmal ein bisschen SBC-Futter drin sein. Außerdem einen 25 mal 82 plus. 82 plus. Auch da, ne, haben wir so ein bisschen SPC-Foto einfach mal rausholen. Keine Ahnung, wenn da 2, 3, 88er drin sind, reicht mir das schon. Ne? Hier, los geht's. Nachts.
Wir schwenken unsere Fahne. Bekennen Farbe. Bekennen Farbe. Geschichten sind jeden Abend. Alles untradable. Ab jetzt nur noch alles untradable. Oh. Nehmen wir mit. Duplikat brauchen wir nicht. Mit dem habe ich vorhin. Oh, nee, Mulle. Ich kann den nicht mehr sehen, den Kerl. Mit dem muss ich vorhin das Set da erspielen. Ah, oh, nee, ich kann ihn nicht mehr sehen. League A Icon Swaps. Hier. Ich erspiele dieses Jahr keine Icon Swaps mehr. Das hat so wenig Spaß gemacht. Auch wenn ich einen Mbappé, Neymar, Messi und Co. und diese komplette Paris-Verteidigung. Hakimi, Marquinhos, Timo, Ramos von Birthday, Tots, Nuno Mendes. Bamboos ist willkommen. Trotzdem hat mir das keinen Spaß gemacht. Icon Swaps zu erspielen. Macht mir übrigens nie Spaß. Ich kenne auch keinen, dem das Spaß macht. So, jetzt geht's nochmal los. Jetzt ziehen wir nochmal tolle Sets. Das machen wir morgen Abend. Zweimal 100k Set. Bis jetzt war nur Guendouzi mit dabei. Ja. Ja, 85er. Komm, nehmen wir mit. Hier sind ein paar drei. Ey, das ist gut. Guck mal hier, alles Futter. Alles Futter, alles Futter. Paar 83er, das können wir alles gebrauchen gleich für die SBC. Bamboos, nein. Das garantierte League A Tots Pack habe ich nicht gemacht. Grund kann ich dir zeigen, pass auf. Ich brauche alle meine High-Rated-Spieler, habe ich für einen Spieler draufgehauen. Pass auf, das soll die Mannschaft werden für diese Weekend League. Ich würde jetzt erstmal so ganz super.
springt auch immer noch warm. Natürlich ist jetzt der Preis für den 600.000 echt auch teuer, ne? Weil er jetzt die Champions League auch gewonnen hat. Na gut, was willst du machen? So, ein 84er, ein 85er Team brauchen wir jetzt noch. Jetzt haben wir so richtig viel Futter haben wir jetzt nicht mehr, ne? So richtig viel Futter haben wir jetzt nicht mehr. Also hier muss dann doch nochmal ein bisschen der ein oder andere 84er, 85er sollte hier drin sein. Tots unter anderem auch gerne. Da haben wir ja gerade auch einen gezogen, fällt mir auf. Den können wir natürlich auch gerne noch mit reinhauen. Gleich. Ich habe keine Zeit, also schnell mal aufmachen hier. Komm. Mbappé. Frankreich. LF Terrier. Oh, jedes Mal, ne? Ey, wie oft man den Franzosen sieht. Es ist Terrier, es ist Guendouzi, es ist Saliba, es ist Lafont, es ist der andere Keeper aus der belgischen Liga. Aber 92 ist okay. Oh, nicht einmal Mbappé. Sehr gutes Futter. Freut mich. Damit müssen wir Cristiano Ronaldo abschließen können. Hat sich doch gelohnt, oder? Radetzky, ja, komm, den auch selbst einen Radetzky, der wird jetzt noch mal irgendwie probiert. Den werde ich jetzt noch irgendwie verwerten. Radetzky, da kenne ich nichts. Der wird jetzt irgendwie noch mal mit reingeschmissen. Cristiano Ronaldo, holy shit. Was ein Spieler. You're always a... Auch noch eine Inform, ne? Oh, mir gehen, glaube ich, so langsam hier die Informs aus, aber ich glaube, 75 können wir jetzt hier nicht mehr reinhauen, oder? Wir können jetzt hier nicht nochmal einen 75er Inform reinhauen. Ich glaube, das zieht die Mannschaft zu sehr runter. Wir kaufen einfach einen für 10.000, 15.000. Nübel, 12k, ist ja kein Thema. Ja, Giroud hier. Gabriel Paulista, den kaufen wir. Paulista für 15.000. Das ist gut. Das ist gut. Bambus, ich frage nach, wo spielst du CR7? Also es gibt, also klar, okay, wahrscheinlich im Sturm, aber es gibt ja vielleicht auch welche, die den tatsächlich woanders spielen. Zum Beispiel am Flügel. Wäre ja auch eine Option. Damals haben die das bei Real Madrid so gemacht. Ne? Damals wurde es bei Real doch so gemacht. Ronaldo über links. Manchmal hat sich Benzema dann auch auf links fallen lassen, aber normalerweise Bale rechts, Benzema mittig, Ronaldo über links, komplett im Sturm. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen schwieriger als das Doppelsturm Benzema und CR7. Nicht, dass sie sich da vorne die Bälle wegnehmen. Müssen wir aufpassen. Aber ansonsten freue ich mich genauso wie Gwen Stefani. Wuhu und Juhu. Juhu. Icardi Flash spielen mit CR7. Also auch Doppelsturm. Okay. Wie klappt das mit CR7 im Doppelsturm? Wie klappt das mit CR7 im Doppelsturm? Der hat ja, möchte ja wahrscheinlich viele Sachen immer selber machen eigentlich, ne? Oder geht das? Jehu! Wuhu! Jehu! Ist gut, haben wir da. Genau den wollte ich da rein haben. Oh, es reicht nicht. Ach komm, hör mir auf, ey. Hör auf.
Juhu! Gibt's doch hier höher. Alles okay. Ah, ich brauche einen Menüspieler. Ich drehe so durch, ey. Was bin ich denn für ein Spasti, ey? Fuck. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Wuhu! Jehu! Was ist denn mit Wan-Bissaka?
Hat auch seine Fehler, ne? Müsste übrigens für die 6 Siege müsste ich 2 Spiele noch gewinnen. Aus 3. Ist jetzt nicht unmöglich. Mal schauen. Natürlich würden aber dann auch irgendwie diese 4 Siege reichen. Also ich bin qualifiziert prinzipiell schon. Nur für die besseren Rewards mache ich jetzt nochmal 2 extra Spiele. La, boah, guter. Oh! Guter Antritt, tolle Körpertäuschung, Philipp Lahm. Das soll er demnächst auch auf der rechten Außenverteidigerposition genauso machen. Und Benzema, da ist es halt wieder. Gegen Neuer sieht er nicht so gut aus. Marquinhos, nächste Großchance. Wo ist Neuer denn? Boah, ey. Also von den beiden Megamöglichkeiten hätte einer im Netz liegen müssen. Sag ich dir ganz ehrlich. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich so in den Raum hier rein. Das war ja dicke Dinger. Dicke, dicke Chancen. Roberto Carlos und Klaus. Unser Klaus läuft uns aus. Und es reimt sich sogar. Schuhe, Meli. David Raum. Fofana. Sergio Ramos schon wieder. Lukas. Viel Platz für Hakimi gegen David Raum. Der ist natürlich eh nicht schnell. Flanke kommt. Benzema. Ist nicht ganz dran. Haben wir eigentlich schon mal über Mbappé gesprochen? Der wird die Mannschaft verlassen, ne? Kylian Mbappé. Nach knapp 900 Spielen, dauerhaft in der Startelf. Sowas von selten ausgewechselt, weil Kylian Mbappé einfach eine absolute Macht ist, wie man hier sieht. Der wird den Verein verlassen. Ich brauche nämlich die Münzen. Kylian Mbappé wird nicht weiter spielen. Ist natürlich auch eine Hausnummer, ne? Aber ich denke mal, dass Bale, Benzema und Ronaldo das Ganze ganz gut kompensieren werden. Natürlich ist das so ein bisschen schade. Kylian Mbappé, das ist die einzige Goldkarte noch hier drin, weil es auch einfach die einzige Goldkarte ist, die man noch spielen kann zu dem aktuellen Zeitpunkt. Er ist halt einfach immer noch unheimlich stark. Von daher auch für Mbappé die Abschiedstournee. Aber sobald ich wieder Münzen haben würde, Münzen hätte, dann würde ich den einfach kaufen für die Bank. Und immer einzuwechseln. Jetzt bis dato noch sehr wenig gesehen. Und dann wird es schon wieder Mbappé. Flanke kommt. Uiuiui. Ist fast in Gareth Bale-Style. Wie er das Ding hier machen will. Und nochmal. Mbappé, Klaus. Mbappé. Zweiter Ball wieder bei uns. Flo Wirtz. Florian Wirtz. Wow. Was ist das denn für ein geniales Ding von Flo Wirtz? Hilfe. Eieieiei. Florian Wirtz, was für ein geniales Tor. Tolles Ding. Manuel Neuer ist geschlagen. 1-0 für uns. Schlotter weg. Boah, ey, Roberto Carlos, was macht der denn da? 1-0 Pausenführung.
bis dato sieht's gut aus. Knowing me, knowing you. Aha. Ah, wie die Mannschaft. Ja, oh, ich möchte diese Mannschaft da unbedingt spielen. Die sieht eigentlich so gut aufgestellt aus. Und die Werte auch von so einem Gareth Bale zum Beispiel. 600.000 Münzen. Aber der hat auch einfach sowas von tolle Werte. 99, 96 und 3x94. Dazu noch 66 Def. Und das Witzige ist, dass Real ja prinzipiell eigentlich schon dreimal raus war aus der Champions League. Und Gareth Bale auch schon dreimal eigentlich so gut wie kaum noch was gekostet hat. Den konnte man, glaube ich, mal für 100.000 einkaufen, zwischenzeitlich, als Real kurz vor Schluss hinten lag. Hätte man das zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht, wären wir jetzt reich. Boah, das ist eine mega Möglichkeit für Diaby. Da müssen wir auch mal drüber sprechen. Das war ein richtig, richtig guter Pass. Sehr schön in die Schnittstelle. Diaby hat Platz, überlupft Keeper Courtois, was auch nicht so einfach ist, trifft das Tor aber nicht. Einwurf für uns. David Raum war tatsächlich als letzter Spieler am Ball. So, wie jetzt? Das ist Benzema, Schusstor, Karim Benzema, 2:0. Genauso eiskalt will ich das sehen. Flo Wirtz mit dem langen Ball rechts raus. Nico Schlotterbeck ist da gegen Ashraf Hakimi. Boah. Nächster Ball gewinnt. Na, wo geht der denn hin? Warum läuft denn da nicht Flo Wirtz durch, sondern der Linksverteidiger Carlos? Saliba ist schon wieder da. Dann sind auch schon wieder Flo Wirtz. Gegen Tchouameni kommt nicht dran vorbei. Boah, was machen die denn da? Boah, wie kommt der? Passt der durch? Stark von Sergio Ramos. Na, das ist kein guter Doppelpass. Mbappé und Hakimi. Na, 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 na. Abseits, der Schiedsrichter, genauso. Genauso sieht's aus. 66. Spielminute, weiterhin relativ solide Führung für uns mit 0-2. Benzema war, glaube ich, im Abseits, ne? Ja. Marquinhos, was macht der denn da? Ja, das sind halt solche Chancen, die den Gegner natürlich relativ schnell wieder zurückbringen können in so eine Partie. 20 Minuten sind noch zu spielen, also ganz so leicht sollten wir es uns jetzt hier nicht machen. Benzema rechts raus auf Hakimi. Hakimi, Benzema, nochmal Hakimi, wieder gegen David Raum. Und in der Mitte ist Flo Wirtz. Boah, den kriegt er nicht ganz rübergelegt.
Kylian Mbappé. Auf der anderen Seite Heung-min Auch der kommt da nicht vorbei. Nächster Fehlpass, direkt von Ramos wieder. Ramos steht gut. Und Hakimi und Alaba und weg das Ding. Lahm. Wieder Hakimi. Lahm. Benzema kann den Ball nicht erreichen. Nochmal Kimmich. Na komm. Ist mir so ein bisschen zu, weiß ich nicht, zu schnell, wie wir die Bälle verlieren. Das ist mir so ein bisschen zu hektisch. Ja, und dann fällt das Ding. Ein so ein Pass kommt da wieder durch die Abwehr, durch die komplette Dreierreihe und es wird nochmal spannend. Es sind noch 10 Minuten auf der Uhr, der Typ braucht einen Tor, dann geht's hier in die Verlängerung rein. Und das ist das, was wir auf jeden Fall nicht wollen. Was es absolut gilt zu verhindern jetzt, diese Verlängerung. Das müssen wir jetzt gekonnt irgendwie runterspielen. Mhm. Guter Seitenwechsel, aber wohin mit dem Ball? Ist auch die Frage. Ey, Mann! Das gibt's nicht, das gibt es nicht, das gibt es nicht! Wie einfach geht das denn? Wie einfach kann der sich denn hier durchspielen? Gott, war. Na, na, was soll denn das? Ramos, Lahm, ey. Mann, ich merke richtig, wie die nervös werden. Ich merke es richtig, dass hier irgendwas ist faul. Ich merke das richtig. Eieiei, Ruben Dias kommt nochmal rein. Für den kleinen David Alaba, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, genau so machen wir es. Einfach nochmal präsent sein. Einfach nochmal da sein und Präsenz zeigen. Ruben Dias. Ich weiß mit vorne. Raus, sehr schön. Und Kimmich hat den. Und Kimmich weg damit. Und hinterher. Keeper ist immer noch draußen. Nächster Ball nach vorne. Eine Abseitsposition. Oh, Kimmich, ey, Mann. Das war Abseits. Uiuiui. Langes Ding, Sergio Ramos. Müsste es gewesen sein, genau sieht's aus. Alter. 2-1 gewonnen, das ist wichtig. Obwohl es nochmal sehr, sehr spannend wurde. Aber Sieg ist Sieg. Wow. Okay, ein Spiel noch verbleibend. Dann sind wir auch qualifiziert mit 6 Siegen. Weitere Sets, dann werde ich Cristiano Ronaldo noch eben zu Ende machen. Und natürlich auch gleich dann noch mit dem Team sehr gerne spielen wollen. CR7, Bale, Benzema, die müssen sich natürlich auch alle erstmal wieder verkaufen und so weiter und so fort. Das ist alles erstmal noch so ein Hin und Her. Es wird noch einen Moment dauern. Aber alles gut, das kriegen wir hin. Ich spiele das letzte Spiel und dann erkläre ich alles weitere. Bambus, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Morgen Abend, genau. Irgendwann zwischen 9 und 10. So würde ich das jetzt einfach mal sagen. So fangen wir in naher Zukunft dann wieder an. Mit dieser absoluten, für mich, Traummannschaft, die wir vorhin schon gesehen haben. Ne? Bis morgen. Schönen Abend noch. Was ist denn mit den Haaren eigentlich heute los? Sind die komisch oder? Gefärbt? Nee. Der Gegner hat gar nicht so ein stark aufgestelltes Team. Oh, Koundé, der ist natürlich trotzdem. Ist trotzdem eine gute Karte. Koundé, Oblak im Tor, wir schauen mal.
Oh. Jetzt. Boah. Unser. Also gar nicht den Ball, ne? Eigentlich nur gehalten von Koundé. Aber gut. Er fühlt sich aber extrem flink an, dieser Florian Wirtz. Es ist nicht so schlecht, was er da spielt. Vor allem auch das Tor vorhin gegen Manuel Neuer. Weltklasse. Das ist nicht so schlecht. Sehr gut pariert, Thibaut Courtois. Nehmen wir mit der Ecke. Jonathan David ist da, genauso wie Sergio Ramos, sehr souverän. So, Flo Wirtz. Und ist Benzema, der Ball ist nicht, naja, ist nicht so gut gespielt. Der Ball ist nicht so gut gespielt. Marquinhos. Lahm. Hakimi, der hat ein bisschen Platz gegen Gilles. Eigentlich ein Foul. Vorteil laufen gelassen. Schöner Pass auf Philipp Lahm. In der Mitte ist Mbappé. Und der Ball fliegt im Netz. Es ist ein Eigentor von Marquinhos. Ja, Marquinhos. Oh, das ist bitter. Marquinhos überwindet seinen eigenen Keeper. Das ist bitter, das ist bitter, das ist bitter. Nächste Möglichkeit, Karim Benzema! Wow! Oblak. Sehr gut pariert von Oblak. Wirtz, ein Kopfball. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Nochmal Flo, wie jetzt ähnliche Position wie vorhin. Diesmal ist der Ball aber nicht so gut getreten. Wenn ja, da war's. Da ist Mbappé, Tor 2-0. Kylian Mbappé, ist das sein letztes Tor für den Verein gewesen? Das 590. Ist es das gewesen, das letzte Tor? Oder darf er nochmal? Was ich auf jeden Fall weiß, ist es definitiv das letzte Spiel für Kylian Mbappé. Wenn wir dieses Spiel gewinnen sollen. Wovon ich aktuell noch stark ausgehe. Kimi, Foulspiel. Gelbe Karte. Für Marquinhos, den gelben Karton, das ist vollkommen berechtigt. Boah. Ich hole das nicht. Und weg damit, Sergio Ramos. Jetzt.
Boah, ich glaube, es war ein Schuss, ne? Und der Ball kommt irgendwie an bei Dimitri Payet. 37. Spielminute, der trifft zum 2-1. Auch fast so gut wie aus dem Nichts, kann man so sagen. Boah, Kylian Mbappé. Nächste Top-Chance. Da ist Ramos gegen Oblak. Das Duell bekannt aus der La Liga. Nächste Flanke. Wieder auf Ramos und wieder ist Oblak da. Ja, Benzema hat ein bisschen Platz. Benzema. Auch der kennt Jan Oblak sehr, sehr gut aus den Madridista. El Clasico nicht, aber aus dem städtischen Madrid Derby. So ist es richtig. Benzema, Dubois bleibt da hängen. Tolles Dribbling aber vorher. Das gibt's echt nicht, ey. Ibi aus dem Nix. Und dann Benjeda. Wieder nichts zu halten für Courtois. Das gibt es nicht. Es steht 2-2 in der 45. Spielminute. Einfach so. Für mich relativ unerklärlich, weil wir Chancen hatten und der Gegner wenig. Ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, noch lange nicht. Noch lange nicht, noch lange nicht, noch lange nicht. Wir haben zwar 2-0 geführt, aber es interessiert hier gar keinen. Ne, interessiert einfach keinen. Punkt. Interessiert einfach keinen. Wir haben zwar 2-0 geführt, aber es interessiert gar nicht. Vollkommen egal. Halbzeit 2. Keine Ecke. Ey, die gegnerische Mannschaft ist nicht auf voller Chemie. Die ist nicht so gut aufgestellt, Jungs. Ich dachte, wir gehen jetzt. Alter. Wir müssen den Ball jetzt etwas mehr laufen lassen im Mittelfeld. Dann glaube ich, kommen die Lücken von alleine. Das kann es nicht sein hier. Das kann es echt nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Mbappé. Ja. Ah.
ist so ein bisschen Mauer geworden hier. Es ist so ein bisschen. Ja, das ist es halt nicht, ne? Guck mal, da vorne steht Mbappé doch relativ gut und. Also relativ frei und der Pass kommt da einfach wieder nicht hin. Wir lassen den Ball aber auch viel zu wenig im Mittelfeld laufen, so wie ich mir das eigentlich vorgenommen hatte. So wie ich das gerade gesagt hatte. Das machen wir nicht. Wir lassen den Ball einfach nicht laufen. Und solche Ballverluste, ey. Philipp Lahm gegen Jonathan Davis. Wahrscheinlich noch die Goldkarte. Ich bitte dich. Bitte. Ich bitte dich, ich bitte dich. Es ist ein hartes, hartes Stück Arbeit, was wir hier vollbringen müssen. Wirklich. Nein, Mann, ey! Wo denn hin mit dem Ball? Doch nicht dahin. Ich habe den Stick überhaupt nicht in diese Richtung gehalten. Oh, es ärgert mich so. Warum korrigieren die das selber? Er macht es einfach nicht das, was ich eingebe. Es ist zum Kotzen. Warum nicht? Nichts Zählbares zustande hier. Gar nichts. Gar nichts. Sakimi, na komm. Probier jetzt da drüben. Benzema. Kommt nicht durch. Wir haben eine Pause angemeldet vor langer, langer Zeit. Der Ball war immer noch nicht im Aus bis dato. Dimitri Payet. Dicke, 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 dicke Chance. Dicke Chance, Dimitri Payet war's. So, es kommt Nkunku, es kommt Neymar. Für Florian Wirtz. Wir wollen natürlich das Spiel erstmal unbedingt ganz, 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 ganz dringend gewinnen. Aber auch unbedingt in eine weitere Partie wollen wir nicht mehr reingehen. Ne? Unbedingt vermeiden, noch ein Spiel machen zu müssen. Denn das kostet alles Zeit. Die habe ich vielleicht in dem Rahmen nicht mehr so ganz heute. Und natürlich auch nicht die Lust, noch eine weitere Partie dann mit der Mannschaft reinzugehen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das ist der Druck, der jetzt lastet auf der Mannschaft. Kunku. Saubere Sache. Gibi. Drüben ist Philipp Lahm. Mit viel Platz. Philipp Lahm wird bedient. Wird er nicht. Wird er nicht. Dubois ist da. Wow. Wow, 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 wow. Benzema. Kriegt er nicht. Na komm, Jungs. Sehr schön. Das war's mit den 90 Minuten. Wir gehen in die Verlängerung. Oh, wir haben mehr erwartet Tore, ne? Wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, wenn ich das jetzt erstmal so sagen darf. Ich kenne das Spiel. Ich weiß ganz genau, wie es läuft. Wenn wir die bessere Mannschaft sind, weiß ich ganz genau. Ich weiß ja, wie es läuft. Benzema,
Bisschen Platz hat er. Bisschen, ganz kleines bisschen Platz. Da ist Mbappé und im Tor. Glänzend pariert hier Noblak. Wer ist er denn? Dramedy. Nein. Nein, 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 nein. Jungs. Neymar. Benzema. Wieder Neymar. Und er hat ein bisschen Platz. Neymar, Neymar. Mbappé. Ecken. Ecke kurz auf Kylian Mbappé. Flanke kommt, Benzema. Aber nicht dran. Unser Einwurf. Steht keiner. Steht keiner in Gelb. Neymar. Neymar! Hohoho, Marquinhos, das gibt es nicht. Der ist echt noch dran. Und dann kommt so ein Ding dadurch. Ey, das ist so brandgefährlich hier. Auf der letzten Rille. Es ist so brandgefährlich, auf der letzten Rille verteidigt. Ah, Mann, ey. Fünfzehn Minuten noch. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich weiß es nicht. Was sollen wir machen? Wir gehen voll offensiv, es kommt nochmal ein weiterer Innenverteidiger, was vielleicht gar nicht so schlau ist, wenn wir Sergio Ramos rausnehmen. Auf Hinblick des Elfmeterschießens, ne? Das ist doof, ey. Gilles, ey, der hat mich, ey, der hat keine Chemie und der haut da die Dinger raus, ne? Keine Chemie hat der Kerl, nichts. Wie die ganze Mannschaft. Insgesamt tritt er hier mit 86 Chemie auf. Und Goldspielern sind teilweise dabei. Da sind Goldspieler dabei. Ich weiß nicht, wer das da ausgleicht von EA, aber irgendwer gleicht das ganz doll aus. Mit dem Hebel. Und der passt durch. Und jetzt wird's eng. Und jetzt wird's richtig eng. Jules Koundé. Alter. Alter, ist das eine Chance. Ha. Ja, jetzt aber Neymar, Neymar, na komm, Neymar! Das gibt's doch nicht! Das gibt es doch nicht! Hier ist es schon wieder! Boah! Was für ein genialer Pass.
von Karim Benzema auf Neymar. Und jetzt haben wir genau diese Ausgangssituation, die wir gewollt haben. Jetzt haben wir sie. 3:2 Führung, kurz vor Schluss, 2 Minuten noch zu spielen. Und der Gegner liegt hinten. Boah, was ein Ball von Benze. Genau die soll er natürlich auch spielen auf CR7. Und nicht anders. Jo, was ein Pass. Ey. Koundé, zurück zu Keeper Courtois. Alaba. Eine Minute gibt es oben drauf. Hier ist aber kaum Druck auf Alaba. Kaum Druck auf Kimmich. Das wird es gewesen sein, ne? Alaba nochmal der Seitenwechsel. Drüben ist Hakimi. Wo ist Benzema? Kommt nochmal reingelaufen. Benzema. Und das war's. Wir gewinnen in der Overtime in der 117. Minute durch Neymar das Spiel mit 3:2. Und das haben wir uns verdient. Wow, wow, wow. Wow. Boah, was ein Tor, ey. Neymar, das gucken wir uns gerne nochmal an. Das ist natürlich von, finde ich, von den erwarteten Toren, wir hatten die etwas besseren Chancen, das ist dann auch verdient. Benzema, toller Pass. Und Neymar macht es absolut richtig. Neymar macht alles absolut perfekt. Genauso wie man diesen Ball aufs Tor bringen sollte. Genauso macht er das. Oh, was ein feines Füßchen. Aber es ist sauknapp, ne? Guck mal hier, Oblak ist fast noch mit seinem Kopf da dran. Das ist so ein Millimeter, was hier über den Sieg entscheidet. Ja, das ist unheimlich knapp. Das ist unheimlich knapp. Der geht sowas von 2-3 cm an Jan Oblaks Kopf vorbei. Aber ein toller Lupfer. Tolles Tor. 117. Boah, das haben wir uns verdient. So, Packs ziehen. Ronaldo. Fertig machen. Und ich will unbedingt mit der Mannschaft auch noch spielen heute. Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Playoffs beenden, wir können ja eh nichts mehr rausreißen hier. Wäre eigentlich sinnig, wenn ich jetzt schon die Spiele anbieten würde, ne? Mit 70.000 fehlen mir prinzipiell insgesamt. Also wahrscheinlich wird Walker erstmal noch nicht diese absolute, ne? Ich glaube, Walker, da kommt noch nicht die absolute Best... Ne, wir können Walker noch nicht die beste Karte da reinhauen. Geht leider noch nicht. Aber gut, ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? So, wir verkaufen... Hakimi. Wir verkaufen Flo Wirtz. Auf dem Mbappé. Dann gucken wir mal. Was habe ich denn da bekommen? Ja, okay. Ich dachte gerade, ist aber relativ wenig, ne? Ja, wenigstens so 20.000, 25.000, wie gesagt, ne? Haben wir da nochmal rausgekriegt, das ist auch was. Hier kommt nochmal ein bisschen was. Die sind alle abgelaufen ohne. Ja, gut, okay. Erstmal Mbappé und Co. anbieten und dann schauen wir weiter. Kylian Mbappé. So viele Spiele für meinen Verein gemacht. Es tut ein bisschen weh. Mittlerweile kostet der noch 200.000. 211. Ja, ne. 220, okay. Natürlich müssen wir den irgendwie als günstigsten jetzt auch draufstellen, weil der soll ja relativ zügig auch weg, ne? komm, los geht's. Können wir einmal ganz kurz
stoppen. La 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 la. Da. 520 Tore, 809 Spiele. Für 813.000 damals gekauft, macht einen knackigen Verlust von 600.000. Top, besser geht's nicht. Oh, ich glaube, er ist schon weg, ne? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ja, also dieser Hakimi ist auch so gefragt. Es kommen dauerhaft auch immer wieder neue Hakimis auf den Markt. Das ist echt, ey. Ja. 426.000 machen wir denn. Wird schon, wir gehen für 426.000. 436 gekauft, okay, passt. Ja, bitteschön. Und natürlich noch Flo Wirtz. Den haben wir eigentlich relativ günstig gekauft für 260. Kostet heutzutage noch. Sehr gut. Okay, das ging ja relativ schnell. Die waren ja relativ schnell weg, die Jungs. Das war eine Million, aber ne? Okay, hier könnte jetzt gerne nochmal so ein Guendouzi oder so drin sein für 100.000, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerne, gerne, gerne. Den Guendouzi bitte nochmal. Oh, Tina Turner. Wow. Weg, mitnehmen. Megaset. Na komm, das sind eigentlich, früher waren das für mich immer die besten Sets, die Megasets. Ja, der Tots, oh, bitte. ZOM, Payet, nee, ist es nicht mehr. Oh, der bringt doch nix. Ah, was? Ach, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Der bringt 19.000! Nein, 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 das gibt's nicht! Ah, besser als nix, aber. Und Lori und Koulibaly, okay, das ist doch ein gutes Set. Das ist doch ein gutes Set. Das ist doch ein gutes Set. Verkaufen wir gleich auch noch alles. Kleinvieh macht auch Mist, sehr gut.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Och, Chiellini auch noch. Was war das denn für ein Set? Bitte? Was ist das denn für ein Set gewesen? Wow. Richtig gut. Gerne noch so eins. Noch ein Tots. Ah, Spanien diesmal. Linksverteidiger. Und auch der bringt bestimmt nochmal 20.000. Sergio Gomez. Ey, die Megasets waren gut. You're simply the best. Unai Emery. X. Was ist denn X als Spielerjubel? Nehmen wir mal mit. Klingt spannend. Oh, you're the best! Okay, jetzt müssen wir die einen Jungs da erstmal verkaufen. Weil... die Preise natürlich gar nicht aktuell hier. Oh, herzlichen Glückwunsch, ey. Es kostet alles auch immer Zeit, ne? Ja, 12,5 wieder weggehen. Lori. You're the best! Hugo. Was habe ich gesagt? Ja. Koulibaly, Chiellini, was kosten die so?
siehst mich und ich dich auch. Du machst dir Sorgen wegen Drugs und Frauen. Ich sag, du kannst mir vertrauen, doch weißt du, kannst es nicht. Und auch wenn Love schmerzt, gib ich dir nur. Du sagst, es geht schon. Aber Baby, tu mir leid, wollt dir nicht wehtun. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in. Wir brauchen nur einen Portugal-Spieler. Oh, 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 das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und ich weiß, du kommst nicht klar, wenn ich gehen muss. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass ich will. Wir tun. Ah. Ja. Ich fühle mich wie der Pate. Ja, ey. Haben wir noch einen Portugal-Spieler? Den besten Portugiesen packen wir jetzt rein. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden. Ja, natürlich. Top Mannschaft. Ja, ich traue keinem, Dicker. Jetzt ist der Mann, ja. Ich bin euch voraus, nein, sie kommen nicht mehr ran. Ja. Sie wollen mich jetzt ein und sie klopfen jetzt an. Ja, ja. Ich hab das alles nicht mit Absicht gemacht, ja, sie machen mir nachher, sie packen mich ab, doch mein Flow ist fire und ich wackel euch ab, ja, 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 ja. Ich werde euch niemals vergeben, Dicker. Erfolg, der verändert mein Leben, Dicker, ja, es fühlt sich grad an wie ein Segen, Dicker, ja, ja. Ja, sie hätten jetzt gerne mein Platz, Dicker. Dabei gibt es für mich keinen Ersatz, Dicker. Ihr seid neidisch, verbreitet jetzt Hass, Dicker, ja. Während ich Tag und Nacht nacker, Dicker, ich bleibe ein Macher. Bin wieder straff, wieder Kaffer. Kill euch alle, nennt's Massaker. Überroll euch wie ein Trucker. Rappe die Tracks einfach locker. Während die Cakes alle schlottern. Hebe jetzt ab, Helikopter. Ich trinke lieber Gin, keinen Wodka. Gestern nur Geld für ein Bopper. Heute bestell ich mir Lobster. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe, rufen, lass sie warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht schaden. Okay, wir schicken das so ab. Das ist jetzt der Way zu Cristiano Ronaldo. So geht's nicht, ne? Ist doch scheißegal. Ist doch vollkommen egal. Ja. Cristiano Ronaldo. So. Also doch. Mit der Nummer 21 CR7. Wer hätte es gedacht? 3x7. Macht 21. CR7. Passt haargenau. Top. Ey. Top. Was ein Typ. CR7. Sehr, sehr schön. Und ich habe das alles irgendwie for free hingekriegt. Das ist schön. Das freut mich sehr. Hat gute Werte, glaube ich. Beweglichkeit 90. Warum hat der doch eher... Der ist doch eher... Ja, komm, ist egal. Hat er nicht eher eine Balance als Beweglichkeit? Ist ja auch egal. Dankeschön. Herzlich willkommen, Christian. Dicker, fühl mich wie der Pate. Lebe, rufen, lass ihn warten. Folge nur noch meiner Nase. Dicker, nein, ich muss nicht sagen. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Zu viel Gas, Dicker. Zu viel Gas, Dicker. All die Hater wollen mich schaden, ja. All die Hater wollen mich schaden, ja. Die Mannschaft können wir eigentlich löschen. Wir spielen jetzt nämlich mit dem Company-Team. Ach, CR7. Gibt's irgendeine Richtung, wo waren wir heute noch gar nicht drin? In welcher amerikanischen? Ja, genau. Cutthrough. Die müssen alle auf der Bank jetzt hier, ne? I know. Might blow. Even though this industry
Cutthroat. Die Mannschaft ist, also die gefällt mir so gut, wie die aufgestellt ist. Holy shit. Hilfe. So long. Over. Ich glaube, wir stellen erstmal. Ich habe ja noch einen Navas. Untradable Navas. Ich glaube, den stellen wir erstmal da rein. Können auch tatsächlich Alison Becker. Also, ja, Marquinhos wäre halt dann nicht so ganz. Aber erstmal vorübergehend, ne? Erstmal für kurze Zeit. Hier, Marquinhos zwar nicht auf, aber ich glaube, Donnarumma ist gerade noch nicht. Ich kann mir den im Film noch 10k. Deswegen. Cutthroat. So long. Achso, warte mal. Der ist hier mit eingerechnet, oder was? Walker ist relativ teuer gerade. Wir sollten, glaube ich, mal eben kurz bei Bale zuschlagen. Weil der, glaube ich, relativ günstig ist. Gareth Bale. Das ist, welche Karte ist das denn hier? Nee. Diese Karte, ne, von Gareth Bale, alter Schwede, ey. Ich glaube, es ist relativ günstig. Deswegen, ich glaube, es ist relativ günstig. Da schlagen wir mal eben ganz fix zu hier. So, Goretzka und Dings, das ist gar kein Thema. Gucken wir gleich mal. Nee, wir auch keinen ausglauben. Gareth Bale, also auf den bin ich erstmal sehr gespannt. Natürlich auf Cristiano Ronaldo auch, logischerweise. Kyle Walker auch so noch nicht gespielt. Mal schauen. Ein Set habe ich noch zu ziehen. Und dann müssen wir die Mannschaft mal eben vervollständigen noch. Vielleicht noch ein Tots. Hatten wir heute noch keine. Wir hatten doch heute noch keinen Tots. Mann, Mann, Mann. Wir hätten da noch keine Tots, oder? Nee, alles gut. Also das ist sowohl Packs-technisch, es hat eigentlich alles fast genauso geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. So gut wie alles hat geklappt. Das ist schon mal was Schönes. Mal zur Abwechslung, mal was ganz Feines. Die zwei Spiele, die wir gespielt haben, haben wir auch gewonnen. Top. Komm, morgens Spiel auch noch draufstellen. I'm tattered everywhere, I like the pain. Okay, dann kaufen wir mal das Team hier zu Ende. Alter. Holy shit. Puh, das ist schon eine gute Mannschaft, glaube ich. Goretzka, Walker. Ich glaube, dass Walker relativ teuer gerade ist, was mir jetzt natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, nicht so ganz so gut gefällt. Goretzka für seine 90er Rated Karte, alles über 85. Der ist auch relativ günstig, ne? Aber er ist halt dieser physische Spieler, den ich da brauche. Könnte ich nicht sogar, warte mal. Könnte ich nicht sogar prinzipiell. Ich könnte auch einen Kunku reinstellen, ich Idiot, ne? Ne, kann ich nicht. Brauchen wir irgendwo noch einen Franzosen, das geht so nicht. Okay, ne, dann kommen wir erstmal Goretzka. Kunku können wir, ja, vielleicht irgendwie, wenn wir irgendwie da noch was abändern, können wir auch einen Kunku reinkriegen, aber dann lassen wir es erstmal sein. Lass sein.
relax, and I know that you don't care. Heart made of stone, girl, nothing's gonna break us. When I die, girl, I'm coming back for you. Would you come back for me? When I die, girl, I'm coming back for you. And I'ma pull up in an all black Benz. Das ist aber schon der Goretzka, ne? Mhm. Er wird jetzt hier dotiert mit 10.000 Münzen günstiger. Ja. Ist jetzt hier 10.000 Münzen günstiger. Suboptimal, wenn man gerade so ein bisschen am Sparen ist. Suboptimal. Och komm, hör mir auf, ey. Ach ja. Walker, auch eine echt kranke Karte eigentlich. Puh. Kostet 360. Auch mehr als angegeben, aber naja, gut. Ist halt alles teuer. Was willst du machen? Oh, der kostet, hat nur 40 Spiele gemacht. 2000 Münzen mehr. Ich glaube, das schlage ich mal zu. So, jetzt bräuchte ich, ja, Goretzka und, das klappt halt nicht, ne? Goretzka und Donnarumma, der also schon 117k kostet, für 136. Das wird ja nicht klappen. Ich dachte eigentlich, ich kann da ein bisschen einsparen irgendwie bei dem einen oder anderen Spieler. Vielleicht auch nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt einzukaufen, aber naja, ist egal. Also ein paar Mützen fehlen mir, wie gesagt, noch, aber das ist erstmal nicht so das Ding. Das werden wir noch, die kriegen wir noch eben rausgeholt, die Coins. Alles gut. Kriegen wir noch hin. Er ist schon ZOM, das passt mir ganz gut, dann nehmen wir den auch mit. Ach ja. More. Plus, wir müssen jetzt Bale und Ronaldo noch umstellen, das wird auch nochmal ein bisschen was kosten. Yeah, nowadays I get what I want. Lately been spinning up bag. I did it to get in that can. I did it to popping them tags. Money was made for the sad. Now my ex bitch calling back. Saw me come up out the random. Didn't wait long, now that bitch throwing tens. My friends fell in love when I fell into fame. In my DMs talking about her handsome. I know that they hate me and want me for ransom. It's nothing new, I won't give it today. Ja, machen wir jetzt nicht, ne? Wieder Stürmer zu Stürmer. Ja, Stürmer, ja, andersrum. Stürmer zu Mittelstürmer. Ach komm, ey, das kannst du doch mir auch nicht erzählen, dass die immer so schnell weg sind. Hier, wer sucht denn jetzt nach so einem Ding? Ach, hör mal auf. Hör auf. Diesen letzten 100 Münzen da hinterher geiern. Ich glaub nicht mehr. Ich glaub es nicht mehr. Nee, ja klar, gib dir noch einen Hunter. Hier, was? Achso, nee. Achso, okay. Der Hunter wurde mir so angeboten. Das ist ja Quatsch. Bale mit dem Hunter, jo. Zack, ZOM, Gary Bale. Und damit hätte ich tatsächlich jetzt erstmal ein neues Team hier stehen. Ich würde sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wow. Wow, wow, wow. Learn to fast. Was eine Mannschaft, ey. Ich fass es nicht. Was eine Mannschaft. Alter.
Holy shit, die ist gut, die Mannschaft, die ist sehr, 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 sehr gut. CR 7, Leon Goretzka mit der 8, er kriegt die 11. Was hat er denn? 3, ne? Passt aber nicht. Wow. Mit Chemistry Styles und so weiter, da befasse ich mich jetzt erstmal nicht mit. Ich spiele zum Beispiel einen Ronaldo jetzt auch erstmal auf Basic. Wir gucken dann, wenn es soweit ist, und sehe das ganze Verfahren mal an, was Ronaldo braucht und was nicht. Ich würde jetzt einfach gerne, nur unheimlich gerne, ein Spiel machen mit der Mannschaft. Unheimlich, unheimlich gerne. Ein letztes Spiel nochmal machen mit der Mannschaft. Wow. Kimmich, Goretzka, Lahm, Bale, Ronaldo, Benzema. Ganz genau. So soll es aufgestellt sein. Genau das war der Plan. Genau so habe ich das im Kopf gehabt. So, Benzema bleibt da. Christian Ronaldo wird dahin gehen. Das machen wir so. Um Diaz in der Mitte. Kyle Walker dahin. Und so. Was eine Mannschaft. Ich freue mich so extrem darauf, diese Mannschaft hier zu spielen. Ich weiß gar nicht, warum Ronaldo hier in der Innenverteidigung steht. Was soll denn der Mist? Wer hat sich das denn ausgedacht? So, Lahm rechts, Goretzka, Kimmich, Carlos, Gareth Bale, Benzema, Ronaldo, Marquinhos, Rum, Diaz, Walker, Alisson im Tor. Plus Rollen. Freistöße, wer kann das denn? Kann das Ronaldo? Kann der Freistöße schießen? Boah, Bale! Ach du Scheiße, ne. Die können ja alles. Gareth Bale, was hat der denn hier für Werte auch? Eie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 
Boah, Rumdias, das wäre fast das zweite gewesen, ne? Kimmich. Carlos ist links. So, vorne Benzema und Bale. Wer kommt da dran? Karim Benzema! Ui, 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 ui. Nächste Flanke, da ist Cristiano Ronaldo und Benzema im Nachschuss. Ja, genauso. Nur mit Torerfolg. Das wäre die Krönung. Nächste Chance, CR7, der Kopfball ist nicht so gut. Freischuss kurz, rum Diaz ist jetzt auch neu mit in die Innenverteidigung reingerückt. Der zentrale Innenverteidiger neben Kyle Walker und dem schnellen Marquinhos. Walker ist natürlich nochmal ein bisschen schneller, ist ja eigentlich auch Außenverteidiger. Benzema, gut gespielt. Oh, er kriegt den Ball nicht durch, Roberto Carlos. Auf Gareth Bale. Messi. Mitte abgedrängt. Ohne CR7. Benzema. Cristiano Ronaldo. Uiuiui. Aber der Ball kommt an. Ronaldo kommt nur nicht zum Abschluss. Stark. Sehr, sehr gut gehalten. Was macht denn Philipp Lahm da? Hey. Der sollte nicht dahin. Der sollte in der Mitte auf Bale. Walker holt sich den. Bale. Links raus auf Carlos. In der Mitte ist Benzema. Und da ist Cristiano Ronaldo. Ah ja, stand im Abseits. Bedient wurde er von Joshua Kimmich, der sich mal mit nach vorne eingeschaltet hat. Boah, Philipp Lahm. Macht er nicht ganz so gut. Goretzka, den holt er sich. Top. Schöner Ball rechts raus. Vorne wäre Bale. Der kommt doch an. Bale in der Mitte. CR7. Wow. Wie hält der Real den denn noch? Oh Mann, ey. Das ist die nächste dicke Chance, Cristiano Ronaldo. Also im 16er ist auf jeden Fall schon mal immer jemand präsent, immer jemand anspielbar. Das ist was Feines. Das gefällt mir gut. Genauso kann es weitergehen. Ronaldo links, bisschen Platz für Leon Goretzka. Leon Goretzka, Bale ist das gar nicht. Das ist Benzema. Ecke gibt's. Kurz ausgeführt auf Roberto Carlos. Genauso sieht's aus. Flanke mit links aus der Drehung direkt. Den hätte er vielleicht erstmal nehmen müssen. Und eine Konterchance. Lionel Messi jetzt gegen Ruben Dias. Lionel Messi. Ruben Dias macht's Weltklasse. Mit seinem langen Bein. Bale hat ein bisschen Platz. Gareth Bale. Vorne ist doch CR7. Wieder aus der Drehung. Wieder ist David de Gea da. Bis dato eigentlich fast der Beste bei den Gegnern. Gareth Bale. Nee, nicht Gareth Bale. Der Keeper. Das ist de Gea. Nee, Gareth Bale. Wie komme ich denn nach Bale? Was für ein Quatsch. Boah, ey, Jungs, das kann brandgefährlich werden. Ruben Dias wieder dazwischen als letzter. Links ist Joshua Kimmich mitgelaufen. In der Mitte ist wieder Benzema. Ball kommt nicht durch. Also wir haben Anspielmöglichkeiten noch und nöcher. Der Ball will noch nicht reingehen ins Tor. Das ist Fakt. Auch mit dieser Weltklasse-Dreierreihe da vorne scheinen die Keeper weiterhin unüberwindbar. Heute in Person von
David De Gea. Aber wir sind noch nicht durch. Nächste Chance. Flanke auf CR7. Die kommt nicht durch. Wieder Cristiano Ronaldo. Stark von Leon Goretzka. Schlechter Pass von Ronaldo. Bale ist wieder dran. Gibt es noch eine Chance zum Kontern? Und die gibt es über Bale, über Lahm, abgedrängt von Koundé. Und das war's mit Halbzeit Nummer 1. 0-1 Rückstand. Für mich nicht verdient. Wir sind die bessere Mannschaft. Wir haben die besseren Chancen. Dreierreihe bis dato. Sehr auffällig, sehr gut. Tja, hier. Halt's Maul. Also wir hatten doch mit Ronaldo so eine dicke Chance. Es hätte doch ein Tor sein müssen schon. Also nee. Herr Schiedsrichter, nein. Stimmt doch nicht. Boah, der ist gut, Ronaldo. Uiuiuiui. Unser Ronaldo war als letzter dran. Varane steht gut. Ganz stark von Gareth Bale. Und er hat ein bisschen Platz. Bale, Benzema und jetzt die Chance. Gareth Bale, Mann ey. Mit einem starken linken Schlappen. Boah, das gibt's nicht. Kimmich-Ecke auf Bale drin. Gareth Bale. Hammer-Typ. Ecke rausgeholt, Ecke verwertet. Jetzt Benzema. Es geht weiter. Oh, Ronaldo. Das gibt es doch nicht. Doppelpfosten, was eine Mega-Möglichkeit. Ey, Mann. CR7. Cristiano Ronaldo! Boah, der Ball kommt nicht an. Ich weiß auch gar nicht, bei wem der ankommen sollte. Bei Bale oder bei Benzema? Irgendwo dazwischen. Das ist gefährlich natürlich, ne? Und der ist drin. 2-1. CR7. Das gibt's doch nicht, ey. Kannst du mir nicht erzählen, dass der Ball nicht ankommt? Also, ich bitte dich. Ist das ein guter Keeper, Alisson? Gott sei Dank steht der nicht dauerhaft in meiner Mannschaft. Das ist 3-1 durch Sergio Busquets.
Ich hätte auch gerne mal solche Chancen. Aber ich glaube, selbst die Chancen würden bei mir nicht reingehen. Boah, hatten wir vorhin, ey. So gute Möglichkeiten, ne? So gute Möglichkeiten vorhin. Zweimal einen Pfosten getroffen. Zack, jetzt steht es 3-1 für den Gegner. Es ist bitter, weil es, ich weiß nicht, meiner Sicht ist es nicht verdient. Aber man kann natürlich nichts an der Sache ändern. Das Pech bleibt natürlich weiterhin gleich. Benzema, komm nicht dran. Carlos, der ist fertig, der ist platt, der kann nicht mehr, Roberto Carlos. Der ist so viel geackert, so viel gerannt ist der. Der ist fertig. Jo, Acuña holt sich den. Nächste Chance, wieder ist Alisson. Weiß ich nicht. Nicht so aufmerksam. Alter, ey. Boah, was ist das für ein Torhüter, ey. Hilfe, also wir müssen unbedingt mit einem anderen Keeper in die Weekly gehen. Das geht ja gar nicht klar. Das ist ja wirklich, das ist ja unter aller Sau. Das ist ja der letzte Mist mit Alisson. Wirklich, der letzte Ranz. Vielleicht es mir tut, aber es ist so. Gareth Bale, Tor 3-2. Doppelpack von Gareth. Wir gehen nochmal alles nach vorne. Ja, wohin? Ronaldo. Ne, kommt nicht durch. Ja, Jungs, eine Minute gibt's oben drauf. Dann war's das hier. Und diese Minute ist jetzt rum. Nächster Pass nochmal in die Tiefe und der Ball geht nicht nochmal rein, aber trotzdem wird es das gewesen sein nach diesem Angriff Lionel Messi. Und das war das Einstandsspiel. Wir verlieren mit 3-2, trotz meiner Meinung nach guter Leistung, also Riesenchancen von CR7. Er hat zwei für mich hundertprozentige vorm Tor vergeben, leider Gottes. Ansonsten war das aber gut gespielt, mit ein bisschen mehr Konzentration, denke ich mal, könnte das eine einigermaßen spaßige Wochenendliga dann werden ab morgen Abend. Ja, vor allen Dingen natürlich sehr, sehr gut performt hat, war Gareth Bale im ZOM mit seinen zwei Toren. Der hat wirklich sehr, sehr gut performt. Muss natürlich sagen, das ist schwierig gewesen hier. Lemar hat's gut gemacht gegen Ruben Dias. Boah, ey, das ist also der Abschluss, ne? Lemar ist ja Linksfuß eigentlich. Lemar ist ja Linksfuß. Das hat er. Erstmal hat er eine tolle Körpertäuschung hier gegen Ruben Dias ausgepackt. Der Abschluss mit dem Rechten vielleicht platziert, aber nicht ganz so feste. Da steht Alisson sogar eigentlich da. Hat den halt nur nicht, ne? Ja, was ein Fliegenfänger, der Kerl, ey. Guck dir das mal an. Das ist Alisson einfach. Wie hält denn er seine Hände? Was macht der denn?
Was ein Typ, ey. Alison. Ah, zufällig. Gerade sind die... Ah, wie doof, ey. Sind gerade... Ah, gerade die Hände so knapp unten runter. Ja, ah, gerade nach unten gegangen, die Hände. Wie ärgerlich. Gareth Bale trifft hier zum 1:1. Tolles Tor. Also, unheimlich hochgesprungen, Gareth Bale. Walker lässt sich abkochen gegen den sehr schnellen Ansu Fati. Natürlich kann Alisson da nichts mehr machen. Das ist der Fehler davon, Lahm und Walker. Das muss man natürlich besser verteidigen, ne? Das ist, denke ich mal, relativ klar. Das Ding ist ebenfalls ein bisschen kurios. Das muss so nicht sein. Das spielt er eigentlich ganz gut. Aber Alisson ist sogar noch dran und fälscht ins eigene Tor ab, ey. Also, solche Dinger. Solche... Das ist erstmal gut von Mbappé. Also, der sieht da in der Mitte auch noch Busquets. Und der steht 11 Meter relativ frei vom Tor. Schuss. Relativ zentral. Aber jeder andere Keeper, jeder andere Keeper hätte den noch um Pfosten gelenkt und nicht ins eigene Netz. Das tut mir leid. Oder gefangen sogar. Das ist völliger Quatsch, wirklich. Also den musst du da so nicht... muss man nicht so ins eigene Tor reinhauen. Das ist Quatsch. Ja, leider in die Niederlage, ne? Obwohl wir eigentlich, wie gesagt, meiner Meinung nach hatten wir gute Chancen. 4,4 war der Tore, der Gegner 5,3, okay. Dann ist wohl diese Niederlage auch verdient. Und somit sind wir dann doch wieder abgerutscht. Okay. Donnarumma wird noch gekauft für 112.000. Die habe ich natürlich jetzt aktuell nicht. Die Spieler lassen sich erstmal verkaufen. Kriegen wir noch irgendwie raus, ne? Das sind jetzt noch 50.000, die mir jetzt noch fehlen, okay. Das schaffen wir noch irgendwie. Wenn nicht, müssen wir erstmal, weiß ich, den Neymar oder so verkaufen. Wobei ich eigentlich ungerne. Kurz vor seinem 1000. Spiel. Dann müssen wir eigentlich behalten, die beiden Jungs. Schade, dass Ronaldo nicht getroffen hat, ne? Der hat gute Möglichkeiten gehabt. Gareth Bale, Gott sei Dank, zweimal. Das ist was Feines. Ansonsten weiß man weiß gar nicht, was soll man bei Gareth Bale noch pushen. Hunter kriegt Ronaldo auf jeden Fall, oder? Der kostet auch nur 670.000, die SBC von CR7. Nur. Und günstig. Engine. Okay. Engine machen wir drauf. Na klar, Abschluss hat er ja schon. Engine machen wir drauf, na sicher. Mit 81% Engine, na sicher. Engine, okay. Pass, Tempo, Dribbling. Ja. Also ich glaube, dass Ronaldo, der wird noch richtig aufblühen da vorne. Mit Benzema und mit Bale. Das wird sehr, sehr gut noch werden. Das wird sehr gut werden. Cristiano Ronaldo. Was ein Typ, ey. Holy shit, Mann. Ich habe auch nichts mehr zum Verkauf, ne? Für 50k. Fofana, okay, den könnte man manchmal spielen, ne? Terrier, Butet, Navas. Wir können fast sogar nochmal diese eine Challenge da. Wie lange läuft die noch? Das garantierte Ligue 1 Tots Pack machen. Der kommt weg. Na, ich glaube, das wird nichts.
Ich glaube, das wird nichts. Ich weiß nicht, ob es von der Links erreicht. Bin ich relativ unsicher. Von der Chemie, aber auch vom Rating her, meine jetzt. Wahrscheinlich, ne? Beides nicht. Ja, nee. Aber nichts, was wir eintauschen können. Nee, ist ja Quatsch. Wir haben noch nichts, was wir eintauschen können mehr. Cordoba vielleicht noch, ja, aber. Viel geht auch nicht, ne? Kiki ist eigentlich so einer. Was meint denn hier? Geht das nicht oder was? Na komm, hör mal auf, ey. Das kann gar nicht gehen. Das ist Quatsch. Das muss gehen hier. Das muss gehen. Das kann nicht funktionieren. Das ist Quatsch. Das mache ich jetzt auch noch. Das mache ich jetzt auch noch, das Set. Können wir denn hier noch 30 Chemiepunkte rausleiern, ey? Boah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Irgendwas an Franzosen oder so noch da? Irgendwas außer. Nein, ja. So machen wir es nämlich. So machen wir es nämlich. Weißt du was, ich kann sowieso nicht mehr so viel. Wir schicken das jetzt einfach ab. Was soll ich mit einem Fekir? Was soll ich mit einem Terrier? Wir lassen das jetzt so. Würde nicht gehen, ne? Ne, komm, lass sein. Lass gut sein. Wir schicken das so ab. Wir machen auch noch das La Liga Tots auch noch zum Abschluss. Eieieiei. Hilfe, was haben wir heute alles gemacht? Was haben wir heute alles für Sets gezogen? Was haben wir heute? Was haben wir denn heute alles gemacht? Und wenn da jetzt doch nochmal ein schöner Neymar drin ist, dann springe ich unter der Decke und bleib da kleben. Bis morgen Abend. So, stopp bitte, Anna. Einmal bitte ruhig hier. Also, das ist die letzte Aktion, das letzte Set. Garantiertes La Liga Tots Pack, was ich öffnen werde. Ich brauche weder Nuno Mendes noch Fofana, ansonsten würde ich den Rest alles mitnehmen. Natürlich ein Lafont und so, diese ganzen Sachen, da ist jetzt alles ein bisschen nicht so brauchbar. Aber gut, wir öffnen das letzte Set für den heutigen Abend. Ligue 1 Tots Player Pack. Und jetzt kommt rausgelaufen ein Franzose, zentral Mittelfeld, Guendouzi ist es schon wieder, nennt man Guendjama. Okay. Wir haben ein bisschen mehr Rating reingegeben, als wir rausgekriegt haben, aber alles gut. Das war's für den heutigen Abend. Morgen um 9 oder um 10 oder irgendwas dazwischen. Irgendwie in dem Zeitraum geht's weiter. Ich finde diese Mannschaft einfach so gut aufgestellt. Ich mag diese Truppe sehr, 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 sehr gerne. Und damit gehen wir morgen rein in die Weekend League. Torhüter muss noch ein bisschen abgeändert werden. Ansonsten ist das top.
Ich habe sehr viel Spaß dran, diese Mannschaft dann zu spielen. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Zwischen 9 und 10. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.